Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. In unserer Herausforderung, ja. Bei uns läuft es im Moment nicht sonderlich gut. Das Wetter draußen ist eine einzige Katastrophe. Minus 23 Grad ist definitiv zu kalt. Da können wir nicht viel machen. Das heißt, wir bleiben jetzt also erstmal drin. Und werden wahrscheinlich ein paar Sachen reparieren oder sowas. Das können wir noch auseinandernehmen. Die Dinger brauchen wir definitiv nicht. Zeitungen nehmen wir gleich noch auseinander. Dann lassen wir jetzt doch noch ein paar Streichhölzer da. Wollte ich in der letzten Folge ja nicht machen, aber ne, Kleinvieh macht dann doch irgendwie auch Mist. Braucht man das und das? Ja, eigentlich schon, ne? Weil wir doch irgendwo ein Feuer machen müssen, um uns irgendwas zu essen zu machen. Oder Wasser oder so. Da könnten wir das schon gebrauchen. So, Kleidung, haben wir noch was gefunden? Ja, hier eine Mütze. Die würde ich allerdings lieber anlegen, dann hauen wir die da mal rein. Da ist nichts dazu gekommen. Hier ist noch eine weitere Fackel dazu gekommen. Achso, was ich mit dazu kommen meine, war natürlich die Ausbeute, die wir in dem einen Auto hatten. Okay, dann würde ich jetzt sagen, es reicht erstmal. Dann rein ins Inventar. Jetzt setzen wir uns das Mützchen auf. So, dann haben wir doch hier noch diesen einen Ast liegen. So. Und ich vergessen wir ihn nicht. Und dann kann ich hier schon mal ein bisschen antrocknen. Stop. Als nächstes fangen wir hier jetzt mal an. Oh, wir sind durstig und hungrig. Das ist nicht so gut. Ich würde sagen, dann fangen wir erstmal noch nicht an, sondern essen etwas. Hier. Isst diesen Schokoriegel. Und dann trink hier noch eine Gipfelbrause. So. Ist das jetzt schon mal erledigt worden? Jetzt geht es uns ganz gut, uns ist warm und alles ist okay. Dann zur Kleidung. Wir wollten hier den abgenutzten Expeditionsparker reparieren. Ein sehr hochwertiger Anorak aus den besten Materialien, stark winterweisend und mit Daunen gefüttert. Für Profis. Und reparieren wir ihn mal. Und hoffen wir das Beste. Es hat geklappt. Das sieht ziemlich gut aus. So müssen wir noch irgendwas reparieren. Nee, wir sind eigentlich ziemlich gut ausgestattet. Wobei, wir können die getragene Cargohosen noch schnell reparieren. Das passt. Das können wir machen. Machen wir das noch fix. Und meiner Meinung nach gehen die Sachen hier wirklich viel zu schnell kaputt. Das gefällt mir sehr gut. Okay. Durstig und hungrig eigentlich auch. Ich würde sagen, wir pfeifen uns noch eine Gipfelbrause rein. So. Jetzt aber. Ich würde sagen, wir gucken nochmal raus. Vielleicht hat sich das Wetter ja verbessert. Hm, nicht so wirklich. Ich denke, das ist eher unserer Kleidung zu verdanken, dass es nicht so schlimm ist. Aber wir gehen trotzdem mal weiter. Und checken mal da hinten ab. War da nicht noch ein Laden oder irgendwie sowas? Irgendwas war hier hinten doch noch. Genau, wusste ich's doch. So, bevor wir die Häuser jetzt uns angucken. Oh, schau mal, ein Reh. Ich glaube, das nützt uns nichts, weil wir hier nirgends eine Feuerstelle haben. Also lassen wir das erstmal in Ruhe. Ja, wobei ich schon echt Bock hätte, es abzuknallen. Aber dann ist halt echt die Problematik, es ist aktuell viel zu kalt, um es hier draußen auseinandernehmen zu können. Hey, da liegt doch ein Stückchen Munition. Yay, eine Patrone gefunden. Es lohnt sich also doch, sich mal näher umzusehen. Mhm.
Gut, was haben wir da drin? Nichts. Dann checken wir die Gebäude hier mal aus. Das ist auch ziemlich gut, dann können wir nämlich wieder eine Runde auftauen. Alter Falter. Also hier auf dem Boden liegt schon mal nichts, aber da liegt jede Menge Zeug. Gut, gut, gut. Also Nahrung scheint jetzt kein so großes Problem zu sein. Da sind doch Getränke drin. Jetzt mach den Kühlschrank ganz auf. Will er nicht, oder was? Wir nehmen jetzt hier alles mit und schleppen das dann wieder ins andere Haus, dort wo wir eh schon alles gelagert haben. Ui, wir können endlich in die Kasse gucken, cool. Ist nur leider nichts drin, nicht mal Geld. Na komm her, Naset. Ansonsten ist da jetzt nicht mehr so viel. Was steht hier, weiß man nicht. Nochmal Brandbeschleuniger, nochmal Lampenöl, okay. Auf alle Fälle nicht schlecht, oh. Nein, noch nicht. Da noch mehr Zeitungen. Und eine Wasserflasche. Es wäre schön, wenn man hier irgendwo ein Feuer machen könnte. Dann könnte man nämlich sagen, das Haus ist dann das Haus, in dem wir auch bleiben, quasi. Oder vorerst bleiben. Die Sachen natürlich lagern können. Nein, Tasse Kaffee, das ist gut. Und hier steht auch noch eine Dose Kaffee. Ein schickes Bild von Bergen. Würde ich sagen, stemmen wir mal die einzelnen Spinde auf. Was sagt man jetzt eigentlich? Spinde oder Spinz? Ich weiß nicht, was hier der Plural ist. Oh ja. Warte, stand da gerade schimmelige Cracker? Mehr Arbeitsstiefel. Eine Signalpatrone. Warte, eine Wasserflasche. Also ich denke, ums Wasser müssen wir uns echt keine Sorgen machen. So, jetzt ein kurzer Check. Trockener Mund und Appetit haben wir auch. Dann gehen wir mal ins Inventar. So, was könnten wir denn essen? Da schimmeliges Fleisch mit Bohnen hört sich doch echt lecker an. Ich hoffe, dass wir uns jetzt nichts zuziehen, wenn wir das essen. Nee, haben wir nicht. Sehr schön. Dann würde ich sagen, geht auch noch eine Orangenlimo weg. Und hier haben wir ja auch genügend Wasser, das heißt, wir können da noch ordentlich voll machen bei uns. Wundervoll. Und noch eine Zeitung. Schau mal an. Gut. Nun also raus und das nächste Haus abchecken. Und dann vermute ich schon fast, dass wir wohl die nächste Nacht auch nochmal in dem einen Haus dort hinten verbringen werden. Aber wir wollen ja auch nochmal rumgehen. Das wäre, glaube ich, auch ziemlich gut. Vielleicht liegt hier auch nochmal irgendwo eine Patrouille. Nee. Was ist da unten? Da schauen wir auch nochmal schnell hin. Vielleicht haben wir Glück und entdecken dabei irgendwas Cooles. Naja, ist halt ein Wasserfall, ne? Und da scheint eigentlich sonst nichts weiter zu sein. Ich sehe zumindest nichts. Nee, da ist auch nichts. Dann gucken wir nochmal kurz unter die Brücke. Eventuell ist da noch was. Wobei, das könnte man auf dem Rückweg dann auch machen, oder? Kommen wir da hoch? Nee, da kommen wir nicht hoch. Dann machen wir das doch gleich. Doch, da kommt man hoch. Klar, kommen wir da hoch. Dann machen wir das auf dem Rückweg. Ich habe keine Ahnung, was sie eigentlich mit dem Spiel gemacht haben, aber es läuft jetzt nicht mehr so flüssig wie das letzte Mal. Ich habe tatsächlich jetzt ein paar Mal auch nur so knapp über 40 Frames gehabt. Das wird von Mal zu Mal wohl irgendwie schlechter. Naja, vielleicht optimieren die das auch mal wieder. So.
Jetzt haben wir hier ein Metallregal. Das interessiert uns ehrlich gesagt gar nicht. Den Behälter können wir abchecken. Nehmen es einfach mal mit. Können wir dann auch im Haus lagern? Hm. Nochmal Stoff. Was haben wir hier? Noch eine Magnesiumfackel. Beinahe das Hundefutter übersehen. So, mehr finde ich jetzt hier erstmal nicht. Ist da unten auch nichts? Nee. Da auch nicht. Okay, dann war's das. Geht's wieder zurück. Na? Ja, was kann man hier denn noch machen? Es gibt die zwei Farmhäuser. Die werden wir natürlich auch nochmal abchecken. Ist ja irgendwie klar. Und den Leuchtturm, oder ne, das war kein Leuchtturm, Quatsch. Den Funkturm. Müsste in etwa so in der Richtung, glaube ich, sein. Den müssen wir uns auch noch angucken. Da bin ich auch überaus gespannt. Da was? Nee. Aber ich glaube, das wäre ein guter Spot, um zu jagen. Das müssen wir uns merken. Da kann man sich hier zwischen den Steinen verstecken und das Reh langsam rankommen lassen. Und es dann abknallen. Also ich denke, das läuft ganz gut dann. Gott, sind wir erschöpft. Dann werden wir das nächste Zeug hier einlagern. Und glücklicherweise passt da relativ viel rein. Wie sieht es hier eigentlich aus? 4% getrocknet, das könnte schon mal besser sein. So, was haben wir? Als erstes wollen wir natürlich Kleidung loswerden. Oh, wollen wir gar nicht. Die getragenen Arbeiterstiefel hier sind besser, das machen wir mal schnell. Wir ziehen die mal schnell an. Okay, jetzt aber. Jetzt kann das ganze Zeug hier rein. Und wir müssen uns einfach merken, dass hier richtig viel Zeug ist. Und wir dann, wenn das Wetter irgendwie vielleicht schlecht ist, mal hierhin zurückkommen, dann können wir die ganzen Sachen auseinandernehmen und so ein Zeug machen. Ich denke, das wäre ganz gut. Halt, das nutzen wir, das brauchen wir wiederum nicht. Dann das Altholz, da können wir, glaube ich, eines ablegen, das ist okay. Das Buch brauchen wir jetzt auch nicht. Aus dem machen wir jetzt hier gleich noch Anzünder. Hier ist nichts. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Ja, ich denke, das können wir hier mal einlagern. Den Kaffee hätte ich ganz gerne dabei. Und hier würde ich sagen, ein Liter geht auch nochmal weg. Oder sogar anderthalb. Genau. Okay, das sollte eigentlich passen. Dann hier können wir noch eine Magnesiumfackel einlagern. Haben wir sonst noch irgendwas Wichtiges gefunden? Hm. Ich denke, so ein paar Nähsets können auch weg. Signalpatrone brauchen wir nicht, weil wir nichts haben, wo wir die jetzt verschießen könnten. Dann ist das jetzt eigentlich okay. Nutzen wir die Bügelsäge eigentlich jemals? Bin mir jetzt nicht sicher, deshalb nehme ich die mal mit. So, und da sind wir eigentlich auch nicht großartig weitergekommen. Okay. Gut, gut. Noch 7 Stunden Tageslicht. Das wäre eigentlich Quatsch, wenn wir die nicht nutzen würden, ne? Wie sieht's mit dem Hunger aus? Das passt eigentlich auch. Und uns ist warm. Ja, wir verlassen das Haus und versuchen, den Weg entlang zu gehen. Den Weg entlang zu gehen und dann dem einen Farmhaus zu kommen. Ich glaube, das war irgendwo in die Richtung dann. Dann schauen wir doch mal, was sich da noch befindet.
Und liegt hier vielleicht auch noch zufälligerweise Munition rum? Nee, ne? Nö. Bei der Schaukel? Weil Kinder vielleicht damit gespielt haben? Nein, aber... Ach so, jetzt dachte ich, da liegt ein Rucksack. Ach, auch nicht der Fall. Wie viele Tage haben wir eigentlich noch? 22 Tage und 2 Stunden. Ist eigentlich mehr als genug. Also bis dahin sollten wir gut ausgestattet sein. Gehen wir jetzt wirklich richtig? Ich denke schon, oder? Ja, wenn nicht, dann müssen wir einfach nochmal umdrehen. Aber ich denke, wir sollten dann jetzt hier irgendwann mal so an dem Farmhaus vorbeikommen. Aber im Moment sieht man noch nicht so viel. Was mich auch wundert, ist, dass es irgendwie keine Wölfe gibt oder so. Ich habe hier, abgesehen von dem Reh, noch nichts gesehen. Was jetzt also die Tierwelt betrifft. Noch nicht mal ein Hasen. Mich beschleicht irgendwie gerade das Gefühl, dass wir falsch gehen. Da hinten ein Reh oder so? Nee, aber ein Typ. Da ist ein Reh. Oder Hirsch. Gut, wir sehen uns das da hinten mal an. Ich glaube, da ist was. Mhm. Da liegt auf alle Fälle eine Leiche. Was denn los? Sei nicht so müde. Mal sehen, was der für Goodies für uns hat. Na komm. Jetzt tut sie aber echt rum. Also man hat das nochmal deutlich erschwert. Ich weiß nicht, ob das immer so klug ist. Wenn man die Sachen einfach noch schwerer macht. Vor allem Neulinge haben dann irgendwie gar keine Chance mehr, da reinzukommen. Die ich halt null auskenne, also für die ist das unschön. So, da hinten ist jetzt nichts weiter. Dann war das jetzt nicht so der Geisterausflug. Aber naja, was willst du machen, ne? Mal gucken, ob hier noch was kommt. Ich habe ja Angst, dass das hier quasi... War da der Hirsch? So, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich habe ja Angst, dass das quasi im Endeffekt bedeutet, dass es hier diese Höhle gibt, dass da hinten eben nichts mehr kommt. Und man deshalb die Höhle dorthin gesetzt hat. So, um nicht komplett arschig die Leute hier draußen sterben zu lassen. Also das mit den Hirschen, glaube ich, hat sich verbessert. Ich denke, die kann man jetzt leichter jagen, so wie es aussieht. Also ich könnte ihn jetzt erschießen, kein Problem. Ist ja die Frage, was es mir bringen würde im Moment. So, da ist ein Auto und wir sind definitiv falsch gelaufen. Na, gut zu wissen. So, Kofferraum aufgestemmt. Nix drin. Wie kalt ist es denn jetzt hier? 2 Grad. Ah, okay. Eigentlich müsste man hier auch schlafen können.
try and carry much more. So, dann ziehen wir uns da hinten noch fix um. Es scheint hier aber nicht weiter zu gehen, oder? Das sieht mir doch wie zugeschneit aus. Da liegt auch noch ein Typ und... Ja, wir müssen umdrehen. Wir müssen umdrehen. Jupp, da geht's nicht weiter. Ja, Ende der Straße. So, was haben wir hier? Ein MRI. Und eine coole Leiche. Dann war's das. Stacys Traubenlimo und ja, da geht's nicht weiter. Tja, liebe Leute, dann war das hier wohl nicht so gut. Sind wir schon ganz schön falsch gelatscht. Aber ja, mei, passiert. Das passiert. Ich weiß nicht, ob wir nicht einfach mal eine Stunde in dem Auto bleiben sollten. Aber da kann man ja nicht dösen und das ist halt scheiße. Das ist überhaupt totaler Quatsch. Ich meine, du könntest dich doch da jederzeit hinlegen, ne? Und mal eine Runde pennen. Sollte doch machbar sein. Ja, ich würde sagen, wir gehen auch mal fix ins Auto und dann beende ich die Folge auch an der jetzigen Stelle. Dann sehen wir uns das nächste Mal und ja, bis dahin, ne? Ich wünsche euch was und ciao.